Sie haben sich gründlich auf die Fragestunde vorbereitet, die Schüler der 9. Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Magdeburg. Zum Beispiel, wie war das Schulsystem in der DDR? Oder hatten Sie Befürchtungen, dass die Grenze wieder geschlossen wird? Wie Sie sitzen zur gleichen Zeit in 15 anderen Klassenzimmern in allen Bundesländern Schüler vor den Computern und richten Ihre Fragen an Zeitzeugen. Die haben in Leipzig in einem MDR-Studio Platz genommen und antworten live übers Internet. Und eine Frage aus Sachsen-Anhalt lautet: Warum wird 20 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch von Ossis und Wessis gesprochen? Ich denke, es ist einfach auch viel Unwissenheit vorhanden zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern, was sozusagen der andere Teil des Deutschlands ist. Ich denke, wir müssen viel mehr miteinander reden, viel mehr miteinander kommunizieren. Wir machen das heute, wir versuchen das heute, ist ein guter Weg. Und dann werden diese Vorurteile auch, denke ich, ganz schnell abgebaut. Aber wie war das tagtägliche Leben in der DDR? Der MDR hat zusammen mit Geschichtslehrern reichlich Material zusammengetragen. Fernseh- und Radiobeiträge, Ausschnitte aus Dokumentationen über die verschiedensten Lebensbereiche, auch über die Jugend und die Bildung. Auch da erzählen Zeitzeugen, wie sie es einst erlebt haben, ihr Leben in der DDR. Alles eine authentische Unterstützung des Geschichtsunterrichtes und abrufbar über die MDR-Internetseiten. Die Geschichte der deutschen Teilung, die ja die Geschichte der Eltern und der Großeltern ist, derer, die heute zur Schule gehen, da ist es wichtig, dieses, weil es bis heute Folgen hat, auf jeden Fall in der Schule zu behandeln. Naja, also ich informiere mich ja übers Fernsehen und über meine Eltern. Im Unterricht speziell haben wir noch nicht sehr oft darüber geredet, aber ich habe schon alles verstanden bis jetzt, was sie da erzählt haben. Diese besondere Geschichtsstunde war für viele jedenfalls eine erste intensive Begegnung mit der DDR.